So, ihr Lieben, bei mir ist mal wieder los mit Eis und natürlich bei euch auch deswegen. Und zwar Coupé. Coupé, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Ich sage Coupé. Coupé Feel Good. Feel Good. Ihr ahnt wahrscheinlich schon wieder, was das hier für Eiscreme wird. Hier steht nämlich erstmal nicht viel drauf, außer Winner Best Ice Cream World Dairy Innovation Awards. Also Dairy, nichts Veganes oder so dieses Mal. Aber tatsächlich wieder ein Eis, was sagt, es ist gesünder. Premium Eis, Premium Eiweiß Eis. Okay, was sagt, es ist gesünder, beziehungsweise halt mehr Protein. Mit weniger Zucker und Fett, in dicker oder farblich hervorgehoben. Mit Milchprotein und natürlichem Karamell. Was genau natürliches Karamell ist, weiß ich noch nicht. Dann müsste ja Butter und Zucker auf jeden Fall drinnen sein. Hier steht, unser Rezept mit Milch ist reich an Eiweiß und Ballaststoffe. Da fehlt ein N. Das macht unser köstliches Eiweißeis einzigartig lecker und cremig. Durch Premium gesalzenes Karamell erhält Coupé seinen intensiven Geschmack. Dafür wurde Coupé beim World Dairy Innovation Award 2016 als bestes Eis ausgezeichnet. Es hat 4,99 bei Real gekostet und hat keine Stückchen, soweit ich weiß. Das sind schon mal so ganz die groben Rahmendaten für mich immer. Wir haben 360 Gramm auf 500 Milliliter, was ziemlich cool ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall dichteres Eis als zum Beispiel Pro Delight, was ich neulich getestet habe, oder auch Breyers. Aber es ist nicht ganz so dicht wie Ben Jerry's, also ziemlich genau dazwischen. Es kommt aus Holland, wie ihr da schon sehen könnt. Wackel, wackel. Und die Zutaten sind tatsächlich so, dass wir als erste Zutat... Na, wo sind sie? Hä? Genau. Dass wir als erste Zutat Milch haben, dann 11,5% Milcheiweiß, quasi Whey. Dann Polydextrose als Füllstoff. Dann die 7% Karamellsoße, die aus, aha, doch echtes Karamell, nämlich Zucker, Sahne und Butter besteht. Ist ja cool, dass da Karamellsoße drin ist. Dann Xylit als Süßungsmittel. Also Birkenzucker ist das ja, dann Glukosesirup, also auch ein bisschen Zucker drin, das ist einfach zuckerärmer. Dann Stabilisatoren, die hier wären Johannesbrotkamel, Goakamel und Carrageenan, so Standard. Emulgatoren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren ist auch Standard und Meersalz. Also Salted Karamell, Meersalz ist tatsächlich am wenigsten drin. Die Nährwerte sind auf jeden Fall niedriger als beim normalen Eis, 159 Kalorien auf 100 Gramm, 360 Gramm haben wir. 3,9 Gramm Eiweiß, wovon 2,6 gesättigte Fettsäuren sind, 17,5 Gramm Kohlenhydrate, wovon 8,4 Zucker sind, also etwas mehr als die Hälfte, nein, weniger als die Hälfte, und 13,3 Gramm Eiweiß, Salz 1 Gramm, halt ein bisschen höher, weil Salted Karamell Eis. Und ich glaube, jetzt habe ich alles dazu gesagt, wie, ja, Preis war 4,99, es gibt, ach genau, es gibt noch die Sorten Vanille, Schoko und Banane. Ich wollte mal mit Salzkaramell anfangen. Hier ist ein bisschen rumgematscht. Ich hoffe, das geht noch. Und jetzt mache ich es mal auf. Der Becher ist übrigens irgendwie ziemlich schlank. Okay, hier ist ein bisschen, dass kein, unter dem Deckel ist nichts mehr drunter, was irgendwie schützen würde. Deswegen ist das hier rausgesuppt. Das war übrigens bei anderen Bechern auch noch. Ich muss mir da kurz ein Bild machen. War wirklich genug Bilder und ich will echt probieren. Mir gefällt es, es ist bis oben hin voll und die Konsistenz sieht auch echt gut aus. Okay, die Konsistenz gefällt mir richtig gut, gerade beim Reinstechen. Keinerlei Eiskristallgefühl oder habe ich auch nichts gehört. Sehr cremig sieht's aus. Wow. Das schmeckt ziemlich buttrig. Sehr butterkaramellig. Mehr nach, gar nicht so sehr nach, doch schon auch nach Karamell. Auch ein bisschen nach Salzkaramell, aber schon eher dezent. Aber sowas von cremig. Schon gedacht, ich habe das cremigste Proteineis, aber das hier ist noch cremiger. Das ist ja Wahnsinn. Ziemlich begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es schmeckt zum Glück lange nicht so künstlich wie das Oppo Salted Karamell. Das mag ich ja gar nicht. Gefällt mir viel besser. Hat einen viel natürlicheren, wirklich Karamell-Butter-Geschmack. Ich meine, sie werben auch damit, dass da richtiges Karamell aus Butter, Sahne und Zucker drin ist. Irgendwie schmeckt man das auch, finde ich persönlich. Ich bin einfach total hin und weg von der Größe, auch vom Becher. Also der fasst sich so schön an. Der ist so ein bisschen schmaler, fühlt er sich an, ziemlich fest. Und das Eis ist sowas von cremig. Ihr müsst das gar nicht so lange antauen lassen, weil viele das immer fragen, bei dem nicht. Wow. Also das ist bisher von der Konsistenz und auch vom Geschmack bei Salted Karamell mein Liebstes und von der Konsistenz generell von allen Proteineisen tatsächlich. Gute Forschung und Entwicklung betrieben da. Ich mische mir wie immer jetzt noch Salzkaramell am Hershey-Stückchen oder irgendwas rein, dass es passt. Und ihr müsst das Eis probieren. Für 4,99 finde ich es auch recht in Ordnung. Günstiger als die anderen beiden, die ich kürzlich getestet habe. Bitte schreibt runter, wenn ihr das Eis probiert habt, was ihr davon haltet. Ich bin... Wow! Ach so, Karamellsoße. Ich glaube, da kommt keine mehr.
Ich glaube, die steht drauf, aber das heißt, dass es 7% Karamellsoße insgesamt drin sind, die mit der Eisbasis vermischt sind, sodass sich halt Karamell, dieser Karamellgeschmack ergibt. Bitte gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das dauert euch ja nur ein paar Sekündchen, da was drauf zu klicken und gerne auch einen Kommentar da lassen. Ich freue mich über alles, was ihr dazu zu sagen habt, weil ich bin total eisverrückt, wie ihr hoffentlich auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ganz vergessen, ich habe es abgewogen und es wog 383 Gramm. Das heißt, ziemlich genau das drin, was erwartet. 360 Gramm Inhalt.